Okay, hey, und weiter geht's. Noch ein paar Aufgaben zum Abziehen. Und zwar rechnen wir jetzt 9601 minus 8023. Wie immer, lasst uns erstmal schauen, ob die einzelnen Stellen voneinander abziehbar sind. Also ihr seht schon, 1 minus 3 wird schwierig, 0 minus 2 wird schwierig, 6 minus 0 würde gehen, 9 minus 8 würde gehen. So, jetzt müssen wir uns wieder Zahlen ausborgen oder ausleihen. Und das machen wir am besten, indem wir von den größten Stellen anfangen, also von links rangehen. 9 minus 8 geht, 6 minus 0 geht, 0 minus 2 geht. Also das heißt, wir müssen für die 0 minus 2 geht nicht, sorry. Das heißt, für die 0 müssen wir uns was ausleihen, und zwar von der Stelle neben dran. 0, das sind eigentlich 0 Zehner und 600er hier. Dafür steht ja die 6 an der dritten Stelle, sind 600er. Und was ich hier machen kann, ist zu sagen, okay, ich leihe mir einen Hunderter aus von der 6, dann bleiben hier 500er übrig. Und dann kann ich den Hunderter hier drüben auf die Zehnerstelle schreiben. Da darf ich aber jetzt keine 100 hinschreiben, sondern das ist ja auf der Zehnerstelle. Das heißt, ich muss hier 10 Zehner hinschreiben. Das heißt, ich habe hier jetzt 10, ne? Also 10 auf der Zehnerstelle ist ja 100. 10 mal 10. So, und jetzt könnte ich hier rechnen 10 minus 2. Jetzt muss ich aber auch noch auf der einen Stelle was ausleihen. 1 minus 3 geht nämlich auch nicht. Und was mache ich hier? Hier kann ich mir von der 10 was ausleihen. Und zwar kann ich hier eine ausleihen. Dann ist das hier eine 9. Und dann kann ich hier drüben 10 dazu rechnen. 1 plus 10 ist 11. Also was habe ich hier gemacht? Ich habe mir einen Zehner ausgeliehen bei der Zehnerstelle. Das heißt, ein Zehner weniger. Vorher waren es 10 Zehner, jetzt sind es nur noch 9 Zehner. Und den Zehner habe ich hier drüben dazu gerechnet. Das ist 1 plus 10. Also ich habe hier immer dieses ausgeliehen von der Hunderter auf die Zehnerstelle und von der Zehner auf die Einerstelle. Und jetzt kann ich schön rechnen. Das heißt, 11 minus 3 sind 8 und 9 minus 2 sind 7. 5 minus 0 sind 5 und 9 minus 8 sind 1. Und dann bin ich schon fertig. Dann habe ich nämlich hier 1578 als Ergebnis. So, jetzt lasst uns das aber mal nochmal nebendran ein bisschen ausführlicher hinschreiben. Also, 9 auf der Tausenderstelle ist ja nichts anderes als 9000. Und 6 auf der Hunderterstelle sind 600. Und 0 auf der Zehnerstelle sind 0 Zehner und 1 auf der 1, also plus 1. So, und jetzt ziehe ich davon ab 8023, also minus 8000 und minus 0 Hunderter und minus 2 von der Zehnerstelle, also 2. Auf der 10er ist 20, minus 20 und minus 3. So, und jetzt schauen wir es nochmal im Detail an, wie das jetzt mit dem Ausleihen genau ging. Also, ich habe 9000 minus 8000 funktioniert, 600 minus 0 funktioniert, 0 minus 20 funktioniert nicht. Hier muss ich mir irgendwas ausleihen, um die 0 größer werden zu lassen als die 20. Das heißt, ich leihe mir von der größeren Stelle nebendran was aus, und hier leihe ich mir 100 aus. Von der 600 leihe ich mir 100 aus, bleiben hier noch 500 übrig. Die 100 geht hier rüber, und lass mich Farbe kurz wechseln. So, und dann habe ich hier 100 stehen. Und jetzt siehst du schon, die Zahl hat sich nicht geändert. Wir hatten hier vorher 9601 stehen. Und jetzt habe ich 9500 und 100 ist auch 600 und 1. Also immer noch 9601. Am Wert der Zahl hat sich überhaupt nichts geändert. Ich bin also immer noch korrekt und richtig.
Und diese 0 sollte ich eigentlich noch durchstreichen. Da steht jetzt die 100 drüber. So, also jetzt kann ich die Zehnerstelle schön rechnen. 100 minus 20 funktioniert, aber 1 minus 3, die 1 muss ich auch noch wachsen lassen, damit sie größer ist als die 3, damit ich es sauber abziehen kann. Und dann borge ich mir was von der 100 aus. Was mache ich einfach? Ich borge mir 10 aus. Also von der Zehnerstelle 1 ausborgen. Das heißt, ich ziehe hier 10 ab. Dann sind es nur noch 90. Und die 10 wandert hier rüber. Dann habe ich hier 10 dazu. 1 plus 10 sind 11. Dann kann ich die 1 durchstreichen. So, und jetzt kann es in Ruhe meine Zahlen abziehen. 11 minus 3 ist 8. Und 90 minus 20 ist 70. Und kann ich aber gleich hier, das sind Pluswerte. 90 minus 20 sind plus 70 und 500 minus 0 sind 500. Und ganz im Plus noch, 9000 minus 8000 sind 1000. Und du siehst schon, kommt genau das gleiche Ergebnis raus, 1578.